Ja, da sind wir wieder, Folge 21, es geht weiter, Dennis ist wieder am Pad. Leider. Vielleicht. Vielleicht noch nicht. Wir werden sehen. Ich glaube, wir nehmen uns beide nicht allzu viel. So, weißt du, ich... Da hinten muss es mal weiter. Hab jetzt nicht aufgepasst. Diesen dicken Schalter hier, genau hier, einfach weiter. Einfach weiter, okay. Ich habe nicht so richtig aufgepasst, was du gemacht hast. Nö, das mache ich auch nie, wenn hab du so ein bisschen runter, versteck dich nicht hinter der Seite, der Hund ist da. Stimmt. Hab mir so ein bisschen am Sack gekratzt und nicht aufgepasst, was du redest, also so wie ich das immer mache. So, da geht's hoch. Das ist eine ja auch, schick beleuchtete Tür. Da ist aber leider nichts Besonderes an der Tür. Mal zu und hoch und hopp, da ist einer. Kann ich den runterschmeißen ja. irgendwie? Kann ich da runterschmeißen, oder? So, tschüssi. Tschüsseli. Und gleich in Körperversteck hervorragend. Ups. Kann ich doch auch hoch, oder? Ja. Müsste klappen. Über das Dach, wenn hier schon überall so eine Haken an der Decke sind. Könnte das sinnvoll sein. Da schläft und die schläft, da kann ich aber noch weiter hoch. Der raucht. Ja, das lenkt ihn leider nicht doll genug ab. Nee. Ah, das ist eine Säule. Eine Säule, eine Rolle. Dann haben wir alle drei Rollen Tsuji, bekommen. Tsuji, ja, der Dunkelheld, erst das, was alle Sumialek waren. Also Sumi doch irgendjemand. Mit der Wahnsinn auch unter Otomo, dem Hungrigen, der diese Gedichte schrieb, verpflichten wir Sumi ist eher ein Volk oder? Zu ihrem Ehrenkodex. Ja, ne. Alle Sumi ist nicht eine Person. Ja, nee, ist schon klar. Aber. Keine Ahnung. Wir könnten das mal recherchieren, wenn wir das. Was denn Sumi war? Ist das hier Let's Play mit Bildungsauftrag? Nee. Ich hab noch weiter nach rechts gelenkt, das hat ihn aber nicht interessiert. Die Rolle haben wir jetzt. Ne? Also wir haben nur gesagt, die Katzenstark findet man nicht. Ja, behält man nicht. Ne? Na komm. Nein! Oh Mann! Das erste Mal. Scheiße. Ich dachte, ich krieg's heute. Das war nix. Aber wieso? Läuft doch. Also, den können wir auch noch runterschmeißen, dann haben wir ja, auch noch. Nochmal 52 Punkte mehr. Oder man macht die Tür zu. Ja, ist auch gut. Ja, komm. Nee. Geht nicht. Werfen kannst du mit X. Ah, stimmt. Sehr gut. Tür zu. Muss man dir immer alles sagen? Ja. Da komplett unselbstständig. Nicht lebensfähig. So, da sind Laser, da kommen die eh nicht lang. Ich mal da hin. Da oben sind wieder meine Freunde. Da kann ich nicht gegenspringen. Doch, da kann ich gegenspringen. So, na komm. Jetzt, wo ich. Ey, ich kann nicht X rum. Ja, jetzt gleich weg. Ja. Ich habe jetzt übrigens, jetzt wo ich endlich frei habe, mal wieder angefangen, ein Spiel alleine zu spielen. Was? Ja. Nein! Und zwar den Deus Ex. Ah, oh, Human Revolution? Ja. Du hast es immer noch nicht gespielt gehabt? Das ist Nein. Schon 2 Jahre alt. Ja, ich habe es mir erst im Sommer gekauft. Ach so. Und leider hatte ich seit dem Sommer keine Zeit mehr. Und gibst du, es ist fantastisch. Es macht sehr viel Spaß. Ich habe jetzt noch nicht so weit gespielt. Ja gut, man muss ein bisschen weiter vorankommen. Also wenn man dann erstmal sich so spezialisiert auf irgendeine Spielweise und so halbwegs alle Fähigkeiten in dem Baum hat oder viele, dann macht es halt richtig Spaß, weil man richtig viele Möglichkeiten hat. Und also mich hat das Spiel vor 2 Jahren richtig weggehauen. Also obwohl es technisch ja nicht so brillant ist, war es für mich auf jeden Fall das Spiel des Jahres. Ja, gut, 2010 aber, oder 11 oder wann das war. Die Technik ist ja auch nicht so wichtig. Also ich meine, es sieht jetzt nicht super schön aus, aber es ist auch nicht hässlich. Es ist auch nicht hässlich, ja. So, wie komme ich jetzt hier weiter? Ich brauche eine Leiche wahrscheinlich. Kommst, ja, kannst du nicht? Hast du eine? Ah, du hast eine versteckt. Ja, die alle runtergeschmissen. Lass dich von allen Hunden erschütteln. Ist ja auch. Was bringt mir das? Ein Siegel. Ja gut. Taktisch bringt es aber jetzt nicht so geil viel. Ne? Mann, schon wieder. Ja, ich mach's in letzter Zeit immer falsch. So. Aber was wir wollten, haben wir. Unsere Leiche. Eine Leiche. Piep, piep, piep. Schön. Hervorragend. Bin ja gespannt drauf, wenn du es durch hast. Dann reden wir mal über das Ende, weil ich fand das Ende ja sehr gut. Es gab auch viele Leute, die fanden das Ende nicht so gut. Lass mal die Leiche los. Dann nähert sich dir und jetzt da durch. Und er sieht dich nicht. Haha. Ja, nee, können wir machen. Müssen wir auf jeden Fall mal drüber diskutieren, weil ich fand's sehr cool, aber also vor allem auch so das ganze Ende, jetzt nicht nur wirklich die letzte Sekunde sozusagen, sondern das Finale einfach. Gab auch viele Leute, die haben es überhaupt nicht gemocht. Wie es halt immer so ist. Genau. Bei Mass Effect und Co. kennen wir das ja auch. Gab es bei Mass Effect jemanden, der das Ende wirklich gemocht hat? Naja, gemocht ist so ein großes Wort. Was? Wie habt ihr mich... Na,
nicht an der Decke langkrabbeln. Ja, wieso? Eine Säule verstecken. Es ist keine Säule, es ist ein Fass. Naja, wenn du mehrere Fässer übereinander stellst, könnte es wie eine Säule aussehen. Deine Logik. Kommt gleich durch die Tür. Ich habe jetzt aber auch keine Leiche zur Ablenkung. Nee, er kommt nicht durch die Tür, jetzt läuft er wieder weg. Jetzt hier einfach hochspringen. Kann er nicht. Guckst du nicht rum? Doch. Na, scheiße. Danke, Till. Danke für den Tipp. Ja. Ja, oh, natürlich so hochspringen, dass er dich nicht sieht. So hochspringen, dass er dich nicht sieht. Leichter gesagt. Ich bin auch schlecht gelaunt heute, ne? Ich bin überhaupt nicht schlecht gelaunt. Ich bin nur weil du heute noch nach Hannover musst. Ja. Da wäre ich allerdings auch schlecht gelaunt. Das ist ganz schön hart. Also ja. Sag das nicht so, als wäre das nicht schlimm. Ja, ich muss noch mit dem Auto nach Hannover fahren. Das ist ein Riesenspaß. Ich geh mal. Ich setz mich da mal. Du hättest sie noch töten können, aber... Da guck mal, da unten rechts kann ich rein. Das ist ein Elite-Typ, ne? Ja, das ist ein Elite-Typ. Deswegen kannst du nicht töten. So ist es. Hab mir da schon was bei gedacht. So, gehen wir da hoch. Das hat ja eben auch schon mal so gut geklappt. Ne. Ne. So, wo müssen wir überhaupt lang? Also nach oben da, hinten, denke ich. Aber den kannst du jetzt töten. Von hinten. Ja. Sehr elegant. Das geht. Der liegt sogar schon hinter der... Hinter dann der kannst du um die Lampe ausschalten. Da kann ich hin. Ach, scheiße. Na, jetzt schnell hinter ihm genau voran. Und jetzt bevor er Alarm. Ups. Ah, schade. Egal. Hat keiner gesehen. Da durch die Röhre, genau. Hat keiner gesehen. Ups. Hoch. So. Ja, wart ihr schon mal in Hannover? Sagt mal, wie scheiße ihr es findet. Ich möchte nicht hören, dass ihr es gut findet. Hannover ist doof. Auf jeden Fall. Wie geht's jetzt hier weiter? Da geht's nicht. Ich könnte da wieder runter. Ich kann aber auch da direkt eigentlich hin. Nur an den Typen da vorbei. Auch bei meinem zweiten. Stimmt. Haben wir eigentlich so viele, können die auch mal benutzen. Ne? Hallo. Und jetzt runter und töten. So muss das sein. So. Schick, da ist keiner. Da oben muss ich gar nicht hin. Nee. Du brauchst zwei Schlüsselkarten. Nee. Da oben muss ich hin? Genau. Vorsicht. Der da hat die wahrscheinlich. Genau. Wenn du ganz leise darüber gelaufen kommst. Hey, nope. Jetzt auch immer. Oder töten einfach mal. Aber das wird ein bisschen kritisch. Ups, ich habe Pfeile ausgewählt. Hervorragend. Ja, einer lebt noch. Achso, hat es nur einen getötet? Ja, es hat leider nur einen erwischt. Ah, da ist sie. Okay, aber den haben den wir. Den kriegen wir ganz einfach. So. Ach, das war schon die Schlüssel. Ja. Karte. Haben wir jetzt. Und gleich auch noch ein bisschen aufgestockt. Schön. Wie das, der Panikraum. Ja, den können wir jetzt auch gut gebrauchen. Unsere Zuschauer auch, wenn sie schon wieder hören, was für ein Quatsch wir vorhaben. Ein kunstvolles Indie-Spiel, bei dem man alleine auf einer Insel ist, spielen. Tödlicher langweilig geht's ja gar nicht. Nein, mit uns ist es aber nicht langweilig. Wir werden uns auch was überlegen, habe ich mir schon gedacht dazu, was wir dann erzählen können in jeder Folge. Dass wir dann über irgendwie uns eine kleine Liste erstellen, über welche Spiele wir reden wollen oder sowas. Okay. Ja, würde ich mal versuchen wollen. Also. Ja, du musst dich vom Hund anbellen lassen, bitte. Soll ich? Ah, ich hole erstmal das hier. Das ist nur ein Ausrüstungsteil. Ja, aber haben wir. Aber vielleicht können wir das. Ja, sogar. Guck mal, können wir doch das Schleichi-Schleichi machen, oder? Ja. Weiche Stofftabi. Klingt auch süß. Machen wir so. So, hier haben wir alles. Ja. Lassen wir so wie weiter, es ist. Weiter. Okay. Gut. Anschnüffeln lassen. Mach ich doch. Hey, Hund. Hey, du. Genau, und jetzt kannst du ausschalten. Hundi töten? Oh. Nein. Du betäubst ihn ja nur. Ja, es ist Handkantenschlag. Hundennickerchen. Hundennickerchen. So, jetzt hätte ich auch da oben lang gekommen. Was bringt mir das gar nicht? Gar nichts. Wahrscheinlich. Oh.
Ich würde nach oben gehen. Ja, ja, ja. Als Alternative. Versuchen wir es. Ja, ich hatte überlegt, ob wir nicht irgendwie, das müssen wir uns noch überlegen, aber weil das ja wirklich, ich kann mir vorstellen, dass das ein recht ruhiges Spiel ist, auch auf Dauer, wenn wir da so 10 Folgen oder sowas spielen oder so, dass das dann die Atmosphäre zwar alleine schon trägt, aber ist schon schöner, als wenn man dann irgendein Gesprächsthema hat und nicht einfach nur totalen Quatsch redet, sondern dass wir uns vielleicht vorher überlegen, lass uns über unsere Lieblingsspiele der 90er reden oder sowas, so als wir angefangen haben zu spielen. Also es ist jetzt nur so eine Idee, dass man dann so ein bisschen über alte Spiele redet oder über was waren unsere Lieblings-Action-Adventures oder unsere Lieblingsstrategiespiele. Oder weil so ein bisschen Ahnung haben wir ja einfach auch durch die jahrelange Erfahrung. Können wir ja auch vielleicht mal ein bisschen was von weitergeben, falls es euch interessiert. Wenn es euch nicht interessiert, dann schreibt uns ruhig auf Facebook, dann sagt ihr da einfach, das Spiel sollt ihr nicht spielen, dann spielen wir es auch nicht. Dann spielen wir es auch nicht, ihr nervt uns, geht weg, geht sterben oder so. Dann tun wir das. Wir werden traurig tun. Natürlich. Übrigens, wir haben eine Facebook-Seite. Ja, unbedingt, die ist auch bei YouTube verlinkt in unserem Kanal rechts. Wir würden uns freuen. Edit uns doch. Wenn ihr, genau. Ja, dann kriegt ihr auf Facebook, wenn ihr da seid, und ihr seid wahrscheinlich da, weil 1 Milliarde Menschen da sind und sowieso jeder, der einen Computer hat, bei Facebook angemeldet ist. Zumindest in unserem Alter. Also im Alter unter 100 oder so. Meine Eltern sind nicht bei Facebook, die sind unter 100. Das ist noch nicht bewiesen, dass deine Eltern unter 100 sind. Hast du mir schon mal ihre Geburtsurkunden gezeigt? Nein. Glaube ich dir nicht. Nein. So. Möglich ist es. Du willst mir jetzt nicht sagen, dass deine Eltern beide bei Facebook sind, oder? Meine Mutter ist bei Facebook. Mein Vater darf nicht, weil Firmenregeln verbieten das. Ach so? Firmenrichtlinien. Ja, die Firma hat keine Lust, die für die er arbeitet, die ich jetzt nicht nenne, hat keine Lust, jeden Mitarbeiter sozusagen immer anzuhalten, dass er da nichts Verwerfliches posten soll, nichts Firmengeheimnisse oder irgendwelche Sachen ausquatschen. Reicht ja schon, ich habe ein Geschäftsessen mit dem und dem, das ist ja manchmal dann schon ein Firmengeheimnis. Ja, da geht's nicht weiter. Da geht's nicht weiter. Ja, okay, das war bisschen blöd. Da geht's nicht weiter, ja. Aber da unten musst du kannst du trotzdem runter. Ja. Ja, das wollte ich ja eigentlich vorhin auch. Ich wollte da. Das ist doch noch eine Etage. Ach, das ist ja noch eine Etage. Dann hat die Firma einfach gleich komplett ihren Mitarbeitern verboten, bei Facebook zu sein. Okay. Ganz einfach. Ja, kann man auch machen. Also, ist jetzt ja auch nicht schlimm, das meiste sind ja etwas ältere Leute, die nicht darauf angewiesen sind, unbedingt, weil alle ihre Freunde bei Facebook sind. Ja, darauf angewiesen ist sowieso ein bisschen viel. Ne? Natürlich, aber es ist halt schon ganz schön, man kriegt ja eine Menge mit dadurch und so. Oh, guck mal, da ist er. Kajan, dieses Schwein. Nicht der Dirigent. Nicht falsch verstehen, Leute. Gehe ich hier oben lang? Was ist denn das da? Ja, natürlich, da ist erstmal noch eine Statue. Was war das? Was sind das für Statuen? Keine Ahnung. Das ist ein Rad. Ein Rad zum Drehen, ne? Ja. Ah, da geht das auf. Da ist da unten der Schalter drin. Upsi. Schalter unten. Ja, schon klar. Du weißt, kennst du den Unterschied zwischen oben und unten, ne? Was? Jetzt schnell, dann. Ah! Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ah, der Speicherpunkt ist zum Glück sehr fair. Ja, sonst wäre er noch schöner. Ja. Weil er halt nicht einfach so runtergeht. Jetzt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh. Nein! Oh Gott! Ich wäre in der Szene vermutlich jetzt 3-mal gestorben. Na? Wie habe ich das gemacht? Ganz okay. Mit viel Panik. Ganz okay. Ja. Und nur, was jetzt? Was habe ich aufgemacht? Da, diese Tür. Eine von denen. Okay. Genau. Die andere, krieg die auf? Woanders. Dankeschön. Ich kann dir Geld geben. Ich will kein Geld. Ich will dich bluten sehen. Warum hat er eigentlich so viel Angst vor uns? Er ist nur ein kleiner tätowierter Ninja. Ja, wirklich. Also, unglaublich. Da kann doch gar nichts passieren. Wie komme ich denn da dann jetzt vorbei? Rauch? Hier war jetzt ja niemand, den ich töten könnte. Ja. Ich muss ja auf jeden Fall darüber. Oder du alarmierst einfach die Wachen. Nee, ist ja hier oben, guck mal, in der Mitte ist ja so ein Maschinengewehr-Ding. Ach so. Da bin ich ja relativ. Dann nimm besser Rauch. Also relativ wahrscheinlich wird mir das ja nicht so gut tun. Genau. Irgendwie dahin ja, so? Ja, das reicht ja. Aber es ist schon merkvoll sinnvoller geworden, die Sachen zu nutzen. Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt hier vorsichtig hoch. Ja. Vorsichtig ist mein zweiter Vorname.
Dennis vorsichtig. Das wäre ein komischer Name. Was ist das? Eine Tür. Deko. Okay. Ja. Ich sehe nicht wie. Also so, jetzt hier. Ach du Scheiße. Ich hab mich da alle verarscht. Ja. Guter Versuch. Nee, passt nicht. Wie weit geht der runter? Der geht bis zur Mitte runter, genau. Jetzt schnell an die Wand, dann hoch. Ja. Wow! In you! Damn it! Wie gemein! Na komm, mach du das nochmal, ich hab keine Lust drauf. Das glaube ich dir. Ist auch ganz schön blöd, also. Ja, aber das Spiel nähert sich ja seinem Ende. Ja, es wäre auch komisch, wenn es jetzt nicht... ja auch mal ein bisschen... Mann! Ja, ich muss erstmal auf die Kiste und dann kann ich da hoch. Also irgendwann muss es ja auch mal ein bisschen schwerer werden. Gut, ich meine, ich habe auch schon eine komplette Folge gebraucht, um eine Sache zu machen. Also, ja. Und das ist schon lange her. Aber das war... Folge hatte 8 nichts oder mit, so, der Spiel, 7, mit der Schwierigkeit des Spiels zu tun. Ja, das stimmt, das hat mit ganz anderen Sachen zu tun. Mal den Laser aus. Ja, das dachte ich auch gerade. Das war jetzt die Spider-Man-Situation. Ich habe 2 Punkte, wo ich hin muss und welchen nehme ich zuerst? Nur, dass es da immer ein Bus voller Kinder war und seine Freunde. Wen rettet er zuerst? Was für ein plakativer Scheiß. Lass mich, ich tue alles für ihn. Ja, ja. Okay. Verschone mich. Okay. Hör dir mal den Text zu Ende an und dann. Machen wir Pause? Machen wir Pause. Gut. Wir wollen ja nicht das spannende Finale in dieser Folge. Um Gottes Willen. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal.